Ja, meine Damen und Herren, wir kommen zur heutigen Keynote des Tages und ich habe lange überlegt, wie ich meinen nächsten Gast anmoderieren kann. Ja, ich hätte in der New York Times, in der Süddeutschen Zeitung, FAZ, Washington Post von ihm und über ihn lesen können. Das braucht man aber eigentlich gar nicht. Man muss ihm einfach nur bei Twitter folgen. Denn er diskutiert sehr gerne, er teilt sehr gerne, wie ich finde, nützliche und wichtige Informationen aus den Medien. Und das ist mein Tipp eben an Sie. Folgen Sie meinem nächsten Gast unbedingt spätestens nach seiner Keynote auf Twitter. Sie wissen jetzt schon, von wem die Rede ist. Ich darf begrüßen Professor Südekum. Professor Südekum zählt zu den einflussreichsten deutschen Ökonomen, ist Professor für internationale Volkswirtschaftslehre in Düsseldorf am Institut for Competition Economics. Er ist nebenbei auch noch wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und zusätzlich auch noch Mitglied im Beirat Außenwirtschaft der NRW-Landesregierung. Und als ob das nicht ausreichen würde, um den ganzen Tag zu füllen, ist er auch noch in zahlreichen Instituten Research Fellow. Bitte begrüßen Sie mit mir Professor Südekum, der, wie ich denke, momentan eine der spannendsten Phasen in seinem Berufsleben durchlebt und erlebt. Ich freue mich sehr auf Ihre Keynote. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr über die Einladung, dass ich bei Ihnen sein darf. Und als der Vortrag vereinbart wurde mit Herrn Brooks vor ein paar Monaten, ja, da war Putin noch nicht in die Ukraine einmarschiert. Da ging es in Anführungsstrichen nur um die Frage, wie es denn nach der Corona-Pandemie weitergeht und wie wir uns darauf einstellen müssen. Und da habe ich so über zwei Szenarien nachgedacht und wie man sie benennen könnte. Und das eine würde ich jetzt mal so plakativ überschreiben, die goldenen 20er. Ja, also so ein bisschen wie nach der spanischen Grippe 1918 herum, ja, wo danach die Roaring Twenties starteten, dass sowas Ähnliches im Prinzip jetzt auch nach der Corona-Pandemie einsetzen könnte. Es gab auch da schon so leichte Befürchtungen, ein bisschen Wasser, den man in den Wein geschüttet hatte. Ich komme gleich drauf, das würde ich jetzt mal überschreiben als ökonomisches Long-Covid. Aber eigentlich deuteten alle Daten darauf hin, dass wir jetzt eben wirklich nach der Pandemie in eine wirklich kräftige Erholungsphase kommen und wir eigentlich in der globalen Wirtschaft starkes und robustes Wachstum sehen werden. Das ist jetzt noch die Prognose meiner Kollegen aus der Gemeinschaftsdiagnose der Wirtschaftsforschungsinstitute vom November 21, ja, also der letzte Stand vor Kriegsbeginn. Und Sie sehen, links im Bild ist Deutschland. Da war für das Jahr 2022 wirklich ein sehr ordentliches Wachstum von 4,8% vorhergesagt. Und wenn man so ein bisschen visuell sich das anschaut, dann hat man gesehen, dass eigentlich im Laufe des Jahres 2022 der Vorkrisenpfad wieder erreicht sein sollte. Das ist die sogenannte Corona-Lücke, auf jeden Fall mal geschlossen wird. In anderen Ländern, insbesondere USA und China, war das schon vorher der Fall. Also in China gab es kaum eine Corona-Lücke. In den USA natürlich eine ganz heftige, aber auch durch wirklich massive wirtschaftspolitische Instrumente, die dort aufgefahren wurden, hat man letztendlich dort den Aufwärtspfad schneller und nachhaltiger schon erwischt. Ja, und die Corona-Lücke war sozusagen in den USA schon ein bisschen eher getroffen. Aber eigentlich standen alle Zeichen auf goldene 20er. Es gab dann aber trotz allem schon ein bisschen Bedenken, ja, und ein bisschen düstere Wolken, die am Horizont aufzogen. Das haben Sie alle mitbekommen, das ganze Thema Lieferengpässe, was ja letztendlich damit zu tun hatte, kurz gesagt, dass im Prinzip das Konsumverhalten der ganzen Welt sich während der Corona-Pandemie ziemlich schlagartig geändert hat. Die Lockdowns bezogen sich insbesondere eben auf den Dienstleistungssektor, also keine Restaurantbesuche mehr, kein Urlaub und so weiter. Und letztendlich gab es zwei Ausweichmöglichkeiten für diejenigen, deren Einkommen nicht gelitten hat. Und das waren ja eben gerade in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern dann doch sehr viele, weil die Staaten als große Versicherungen eingesprungen sind und eigentlich die verfügbaren Einkommen
fast gar nicht gesunken sind, ganz im Unterschied zum Bruttoinlandsprodukt, zur Produktion. Man hatte das Geld, aber man konnte es nicht ausgeben. Zumindest nicht für Dienstleistungen. Das heißt, es gab zwei Möglichkeiten. Entweder ich gebe es gar nicht aus und spare es. Und die Sparquote ist erheblich gestiegen in Deutschland. Oder ich gebe es für was anderes aus, für physische Güter, die man eben beziehen konnte. Autos, Kühlschränke, Fernseher, Homeoffice-Equipment und so weiter. Und letztendlich war das, weil das auf dem globalen Maßstab stattgefunden hat, natürlich einer der wichtigsten Treiber für die Lieferengpässe, weil plötzlich alle Welt das haben wollte und das Angebot eben nicht so schnell nachkam, um diese enorme Nachfrage befriedigen zu können. Und ja, man hat es gesehen, etwa eben durch Staus von Frachtschiffen in China, Staus von Schiffen, die nicht in die amerikanischen Häfen reinkamen. Aber trotz allem war so allmählich der Ausblick darauf, dass dieses Problem sich so graduell irgendwann erledigt im Laufe des Jahres 2022. Also man sieht hier, sind abgetragen die Wartezeiten von Schiffen und natürlich, es geht eher stark rauf, aber es hat so einen konkaven Verlauf und irgendwie war dann die Erwartung, irgendwann rüttelt sich die Weltwirtschaft sozusagen ein und dann haben wir das Problem gelöst, dann sinken auch die Inflationsraten wieder. Wir hatten diese Diskussion, ob die Inflation, die wir gesehen haben, ob das ein vorübergehendes Phänomen oder ein dauerhaftes Phänomen ist. Und die allermeisten meiner Kollegen, auch ich und auch in den Zentralbanken, haben gesagt, es wird ein vorübergehendes Phänomen sein, weil irgendwann lösen sich quasi diese Engpässe in den Lieferketten auch auf. Also alles stand so gesehen auf die goldene 20er. Vielleicht mit einer Ausnahme. Es ist nicht so, dass wir einfach so diese riesige Rezession, diese riesige Wirtschaftskrise einfach so abschütteln und es so ist, als wenn nichts gewesen wäre. Wenn man etwas tiefer hinschaut, dann sieht man, dass bei einigen Indikatoren diese Aufwärtsbewegung doch deutlich schwächer ist als beim Bruttoinlandsprodukt. Und insbesondere ist das bei den Investitionen der Fall. Wenn man schaut, hier ist auch aus der Prognose der Institute vom November 2021, die Ausrüstungsinvestitionen der deutschen Unternehmen. Und da ist überhaupt nichts zu sehen, dass da die Corona-Lücke mal kurzfristig geschlossen ist. Ja? Also danach haben wir bei den Investitionen einen wirklich dramatischen Einbruch erlebt im zweiten Quartal 2020. Natürlich ist es dann wieder ein bisschen nach oben gegangen, ja? Aber nach der Prognose selbst Ende 2023 hätten wir noch bei weitem nicht den Stand erreicht, den wir hypothetisch ohne Corona-Pandemie sonst hätten erwarten können. Ja? Also das ist ein Zeichen für das, was ich jetzt mal ökonomisches Long-Covid nennen würde. Und ja, woher kommt das? Ich meine, letztendlich, viele Unternehmen hatten in der Corona-Pandemie plötzlich kein Geschäftsmodell mehr, also haben keine Einnahmen, aber hatten die Kosten. Das wurde staatlich aufgefangen durch eine Vielzahl von Instrumenten, von KfW-Krediten angefangen bis zu den diversen Überbrückungshilfen. Aus Berliner Perspektive kann ich Ihnen sagen, die wurden am Ende gar nicht so abgerufen, wie zunächst gedacht. Es hat sich gezeigt, dass viele Unternehmen letztendlich lieber erstmal ihre Reserven, ihre Eigenkapitalpuffer sozusagen aufgezehrt haben, bevor man diese Kreditinstrumente nachgefragt hätte. Aber trotz allem ist natürlich der Ausblick darauf, jetzt wo die Krise zu Ende geht, dass die oberste Priorität insbesondere bei kleineren Unternehmen, bei Mittelständlern darauf ist, die Bilanzen zu reparieren. Weil egal, ob sie jetzt Kredite aufgenommen haben oder in Anführungsstrichen nur ihre Reserven angezapft haben, die Bilanzen haben sich verschlechtert. Und das wissen wir aus Rezessionen, auch der Vergangenheit, dass dieser Kanal der Bilanzverschlechterung einer der größten Investitionsbremsen ist. Und das würde sich auch natürlich dann spürbar auf dem Arbeitsmarkt niederschlagen. Denn wenn Unternehmen wenig investieren, dann sieht man das typischerweise später auch bei den fehlenden Neueinstellungen. Und dieses Problem hatten wir. Und daraufhin hatte die Bundesregierung auch versucht, sich dieses Problems anzunehmen, indem sie auch jetzt nach Ende der Pandemie versuchen wollte, den Aufschwung nochmal zu befördern, insbesondere diese gedämpfte Investitionstätigkeit zu adressieren. Und darüber, es war ja viel in den Medien, ist dann viel gestritten worden im Zuge des Nachtragshaushaltes Ende 2021. Diese, wie gesagt wurde,
Zweckentfremdung oder Umwidmung der 60 Milliarden Euro, die nicht genutzten Kreditermächtigungen, die dann geschoben werden sollten in den sogenannten Energie- und Klimafonds, um letztendlich staatlicherseits auch für die Folgejahre im Prinzip ein Instrument zu haben, womit öffentliche Investitionen im Bereich Klimaschutz, aber auch im Bereich Digitalisierung im Prinzip unterfüttert sind, ja, durch öffentliche Mittel. Darüber ist jetzt noch ein Verfahren beim Bundesverfassungsgericht anhängig, denn die Opposition sieht das eben als eine Zweckentfremdung, ja, und sagt, das sind 60 Milliarden, die wurden mit der Begründung Corona aufgenommen und jetzt sollen sie ausgegeben werden für Klimaschutz. Das passt nicht, ne? Also so einfach geht das nicht. Ich war Gutachter beim Bundestagsausschuss und auch dann jetzt in Karlsruhe, wo es letztendlich eine andere, etwas anders gelagerte Argumentation ist, nämlich, dass diese Mittel per se dazu dienen, dieses Problem des ökonomischen Long-Covid, also der Investitionskrise, zu lösen. Und wenn man mal Geld in die Hand nimmt und zu sagen, wir wollen Privatinvestitionen unterstützen, dann macht es natürlich Sinn, da dann auch strukturell einen Impuls zu setzen und zu sagen, natürlich müssen diese Investitionen dann auch was zu tun haben mit Klimaschutz und Digitalisierung und sollten jetzt nicht irgendwelche Investitionen sein. Nicht? Aber lange Rede, kurzer Sinn, alles stand auf goldene 20er. Es gab dieses Long-Covid-Problem, aber die Ampelkoalition hat versucht, unter anderem durch den Energie- und Klimafonds, dieses Problem zu adressieren und in gewisser Weise so einen grünen Schub zu geben, damit wir jetzt auch endlich den rechten Arm des V-förmigen Konjunkturverlaufs auch wirklich bekommen. Ja, aber leider muss man sagen, daraus wird erstmal nichts. Seit dem 24. Februar sieht die Welt anders aus, ja, und es hat sich alles geändert. Aber es ist auch nicht nur das, es ist nicht nur Putin, es ist nicht nur der Krieg, sondern wir haben ein zweites großes Thema in der Weltwirtschaft und das ist letztendlich Covid in China. Ja, die Tatsache, dass der chinesische Impfstoff schlecht zu wirken scheint gegen Omikron und damit am Ende im Prinzip wir wieder Lockdowns in China haben, die so ein bisschen eben ans Jahr 2020 erinnern. Und man sieht es eben auch ganz deutlich, wenn man eben schaut, wie viele Schiffe legen denn täglich im Hafen von Shanghai ab, dann ist das eben dramatisch gesunken. Sie sehen es in der rechten Grafik. Und das werden dann eben Dinge sein, Schiffe, die jetzt schon längst unterwegs sein sollten nach Europa, sind nicht abgefahren, werden also entsprechend nicht ankommen. Und das werden eben dann die Lieferkettenprobleme der nächsten Wochen und Monate sein. Also mit anderen Worten, der rechte Arm des V, auf den wir uns alle gefreut hatten, der wird erstmal, ich will nicht sagen nicht kommen, aber er wird nicht so erfreulich und stark sein, wie wir das uns alle gewünscht hätten. Und man sieht das dann eben auch in der jetzt aktuellsten Prognose, die die Wirtschaftsforschungsinstitute vorgelegt haben, jetzt im April. Und das Wachstum für Deutschland ist von 4,8%, die Prognose doch sehr, sehr deutlich nach unten revidiert worden auf nur noch 2,7%. Dafür haben wir die höchste Inflation seit über 40 Jahren. Ja, Prognose aufs Jahr gerechnet ungefähr 6% Inflation. Ich würde noch nicht von einem Stagflationsszenario sprechen. Das Wort war vorhin schon gefallen. Da sind wir nicht, denn 2,7% Wachstum ist immerhin noch ordentliches Wachstum. Also wir haben noch nicht dieses Szenario, dass wir sagen, wir haben eine echte Rezession plus hohe Inflationsraten. Aber ich werde darauf kommen, auch wenn wir es aktuell noch nicht haben, kann es durchaus noch kommen. Aber erstmal, woher kommt diese Inflation? Also 6% Inflation, nachdem überhaupt das Inflationsthema über mindestens 10 Jahre, eigentlich noch länger, eigentlich verschwunden war. Woher kommt es? Und es ist klar, es ist, wenn ich nach Europa schaue, ich will es mir nicht einfach machen, aber es ist zum großen Teil natürlich tatsächlich eine Putin-Inflation. Ja? Wenn wir die Produzentenpreise anschauen, dann ist ein Anstieg von 30% gegenüber dem Vorjahr, also der höchste Wert, den wir je gesehen haben, seit diese Daten erfasst werden. Und ja, was sehen wir? Das ist natürlich Energie. Mehr als die Hälfte davon ist Energie. Die andere Hälfte sind sozusagen Folgewirkungen von gestiegenen Energiekosten.
und Folgewirkungen der Lieferkettenprobleme. Sie alle werden das verfolgt haben. Etwa, anschauliches Beispiel, Kabelbäume für Autos von VW, hergestellt in der Ukraine. Die Produktion musste stillgelegt werden aufgrund des Krieges. Kurzfristig ein kompletter Ausfall der Autoproduktion, letztendlich weil die Kabelbäume fehlten. Und dann musste relativ schnell eine Alternative gesucht werden. Jetzt sind die Kabelbäume wieder da. Sie werden jetzt hergestellt in Moldawien und in Rumänien, aber natürlich zu deutlich höheren Kosten. Und das sind eben so die Geschichten, die einfließen eben in diese Erzeugerpreise. Ich will es mir nicht zu einfach machen. Wie gesagt, ich will es nicht einfach nur Putin verantwortlich machen für die Inflation oder nur Putin beziehungsweise die gestörten Lieferketten. Wenn man die sogenannte Kerninflation sich anschaut, also im Prinzip Lebensmittel und Energie rausrechnet, sind wir zwar nur noch in Anführungsstrichen bei einer Prognose von 3% fürs Jahr 2022, aber auch 3% ist natürlich oberhalb dessen, was die Europäische Zentralbank eigentlich als Ziel definiert hatte, also mehr als 2%. Ich will es mir nicht zu einfach machen, wie gesagt, aber die europäische Inflation ist eine andere als die amerikanische. Wenn Sie in die USA schauen, wo die Inflation noch höher ist, dann sehen Sie dort eine wirklich recht teuflische Mischung aus ähnlich gearteter Angebotsinflation. Die sind natürlich nicht so stark betroffen von russischer Energie, aber umso stärker betroffen von den gestörten Lieferketten. Aber in den USA kommen eben Dinge dazu, die zu tun haben mit dem wirklich massiven Instrumenteneinsatz der amerikanischen Regierung nach Corona. Der fiskalische Impuls, den erst Trump und danach Biden gesetzt hat, durch die diversen Programme, die aus Washington kamen, war deutlich mehr als doppelt so stark wie das, was in Europa passiert ist. Also im Zuge der Corona-Pandemie, wenn man alle Programme zusammenrechnet, haben die USA mehr als 5 Billionen Dollar mobilisiert an fiskalischem Stimulus. Dagegen nimmt sich das, was in Europa gemacht wurde, auch die 750 Milliarden des EU Recovery Funds plus die diversen nationalen Programme, also etwa das Konjunkturpaket der Bundesregierung, der letzten Bundesregierung. Das heißt, wenn man alles sozusagen aufaddiert, ist Europa nicht mal bei der Hälfte dessen, was die USA auf den Tisch gelegt hat. Und das spürt man natürlich dann auch bei der amerikanischen Inflation. In den USA haben wir tatsächlich auch Inflation getrieben durch eine wirklich heiß laufende Volkswirtschaft und ein Nachfragepotenzial, das so stark gestiegen ist, dass das Angebot eben, was per se jetzt ja auch schon mal schrumpft, nicht mehr mitkommt. Wir haben eine veritable Lohnpreisspirale in den USA. Wir haben einen leergefegten Arbeitsmarkt. All das ist in Europa so noch nicht der Fall. Das werden wir jetzt sehen. Die rechte Grafik zeigt, auch in Europa muss man natürlich aufpassen, dass die Inflation, auch wenn sie erstmal am stärksten kausal getrieben ist, tatsächlich eben durch Energie und dann Folgeerscheinungen der gestiegenen Energiepreise, dass sie sich nicht irgendwann verselbstständigt. Also dass nicht die Inflationserwartungen sich irgendwann entkoppeln, wir also von dieser Zielmarke der 2% komplett abkommen und irgendwann eben das, was wir Lohnpreisspirale nennen, in Gang kommt. Aber derzeit ist davon noch nichts zu sehen. Natürlich liest man jetzt punktuell in den Medien, die IG Metall fordert 8%, ja, aber das heißt erstmal noch nicht viel. Es ist eine Branche in einem Land, sie fordert 8%, wird dann aller Erfahrung nach irgendwas zwischen 4 und 4,5% bekommen. Ja. Das ist zwar schon ordentlich, aber gesamtwirtschaftlich gesehen, wenn man alles zusammenrechnet, ist in der Eurozone der durchschnittliche Anstieg der Löhne gerade mal so aktuell bei den letzten Daten eher so bei 1,7, 1,8%. Ja? Und bei normalem Produktivitätswachstum und der Zielinflation wären Lohnsteigerungen von 3% völlig in Ordnung. Das heißt, wir müssten jetzt für eine Lohnpreisspirale deutlich mehr als 3% sehen. Ja? Aktuell sind wir noch bei 1,7. Das wird natürlich nicht so bleiben. Also auch die Gewerkschaften werden natürlich auf die gestiegene Inflation reagieren und werden auch zu Recht mehr fordern. Das ist ja auch ihre Aufgabe. Ja? Aber bis wir wirklich in eine Spiralsituation kommen, da sind wir noch weit, weit von entfernt. Und von daher haben wir auch noch nicht diese Entankerung der Inflationserwartungen. Also meine Botschaft ist hier, die europäische Inflation ist zum großen Teil, würde ich eben sagen, eine Putin-Inflation. Und sie hat noch ganz andere Charakteristika
als die amerikanische. Jetzt aber das Negativszenario. Oder was heißt negativ? Das Risiko, was im Raum steht. Ich habe gesagt, noch haben wir keine Stagflation, aber kriegen wir sie vielleicht. Ja? Und Sie alle verfolgen in den Medien, was gerade passiert. Gerade jetzt in Brüssel wird über das Ölembargo gesprochen. Ich denke auch, es wird kommen mit einer langen Übergangsfrist. Welche Auswirkungen hätte so etwas? Die Kollegen, auch jetzt bei den Wirtschaftsforschungsinstituten, haben versucht zu simulieren, was wären die volkswirtschaftlichen Auswirkungen eines kompletten Energieembargos. Ja, das waren nicht die einzigen, also viele meiner Kollegen haben jetzt eben in den letzten Wochen versucht, diese Frage zu beantworten, was würde passieren, wenn wir tatsächlich ernst machen und sämtliche Energieimporte aus Russland stoppen. Und meine Kollegen, einige von denen mussten auch herbe Kritik dafür einstecken. Vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen auch die Sendung von Anne Will gesehen, wo der Bundeskanzler gesagt hat, er hielte das für unverantwortlich, wenn Ökonomen da irgendwelche mathematischen Modelle durchrechnen, die am Ende nicht funktionieren. Und es ist ja auch die Entscheidung getroffen worden, insbesondere beim Thema Gas, dass kein Embargo verhängt wird. Aus meiner Sicht zu Recht. Aber erstmal so gesehen, hätten wir eben ein totales Embargo bei allen Energieträgern, schockartig kommen die Institute noch zu der Schlussfolgerung, dass wir bei Öl und bei Gas nochmal enorme Preissprünge nach oben sehen werden. Und am Ende bei den Szenarien Bruttoinlandsprodukt und Inflation in etwa, wir sagen könnten, ein komplettes Embargo würde jetzt allein Deutschland einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts von 5% bringen. Im Vergleich zum Basisszenario ohne Embargo. Und die Inflation, da würden wir nicht mal 6%, sondern eher über 9% reden. Und ich würde sagen, das ist schon dramatisch. Ja? Vor allem, wenn die Auswirkungen in Russland gar nicht so klar ist. Also wo man gar nicht so klar ist, was man am Ende eigentlich konkret dafür bekommt, für so ein Embargo. Also ob man den Kriegsverlauf tatsächlich entscheidend dadurch beeinflusst oder sogar beendet. Aber was ich sagen will ist, jetzt wieder eine gute Nachricht. Ich glaube nicht, dass diese Schreckensszenarien eintreten werden. Denn beim Ölembargo ist hier noch eine Situation analysiert, die so gesehen die Werte von vor ein paar Wochen zugrunde gelegt haben und eben auch mehr oder weniger ein schockartiges Szenario modelliert haben. Also wir hören sofort auf, sämtliche Energieströme werden gestoppt. Ja, das steht ja sowieso nicht zur Debatte. Wir reden jetzt über Übergangsszenario von mehreren Monaten, wahrscheinlich sogar Ende des Jahres und auch nur Öl. Wir hatten noch Angst vor dem Ölembargo, weil wir uns vor der Rache Putins gefürchtet haben. Das Szenario war, wir sagen, wir machen Ölembargo, aber wollen eigentlich Gas weiterbeziehen, weil beim Gas ist es technisch eben viel, viel schwieriger, das zu substituieren. Ja? Und daraufhin sagt Putin als Antwort, ich drehe euch den Gashahn zu. Davor habe ich persönlich nicht mehr so viel Angst, denn da hat sich was verschoben, ja, in den Gewichten. Normalerweise war es asymmetrisch. Ja, für uns war Gas wichtiger aus technischen Gründen und schlechter substituierbar. Für Putin war Öl wichtiger. Mit Öl hat er früher um den Faktor 4 mehr verdient als mit Gas. Das hat sich aber verändert. Ja, das hat sich wirklich in den letzten Wochen und Monaten gedreht, denn russisches Öl wird mittlerweile mit einem starken Discount gehandelt auf den Weltmärkten und das russische Gas, weil die Gaspreise so stark gestiegen sind, ist mittlerweile seine Top-Einnahmequelle. Er hat, die letzten verfügbaren Daten sind aus dem Februar, hat jetzt mit Gas in dem Monat 11 Milliarden verdient und mit Öl nur noch 10 Milliarden. Das heißt, Gas ist mittlerweile die Nummer 1 seiner Einnahmequellen. Und meine spieltheoretische Überlegung, und nicht nur meine, sondern letztendlich so ein bisschen auch das Szenario, das die Bundesregierung zugrunde legt, ist, dass er sich einen Lieferstopp bei Gas nicht leisten kann. Gegenüber Deutschland, gegenüber den großen Ländern. Also Polen und Bulgarien, wo er diesen Lieferstopp gemacht hat, das wird eher gesehen als so eine Art symbolischer Schuss vor den Bug, um auch ein bisschen die Märkte zu verunsichern, den Preis noch ein bisschen in die Höhe zu treiben. Aber diese Märkte sind in gewisser Weise Peanuts, was die Volumina angeht. Ja, aber Deutschland ist der größte Abnehmer und
Meine Annahme ist, dass es da nicht zu einem Lieferstopp kommt, auch in einem Szenario mit Ölembargo. Ja? Und man sollte auch noch eine andere gute Nachricht sagen, beim Öl ist es ja wirklich gelungen, innerhalb weniger Wochen die Abhängigkeit von russischem Öl dramatisch zu reduzieren. Anfang des Jahres waren es noch 35% russisches Öl am gesamten deutschen Ölverbrauch. Mittlerweile sind es nur noch 12% und diese 12% sind nur noch ausschließlich diese Raffinerie in Schwedt, die Rosneft gehört. Sobald man das Problem gelöst hat, ist man im Prinzip bei fast 0%. Ja, und so hat es ja Minister Habeck auch gesagt. Ja, und wenn das so ist und wir bei eher 0% sind, dann werden die Ölpreise auch in einem Embargo-Fall nicht mehr so stark steigen. Also dann ist das, was hier von den Instituten vorgegeben wurde, mit 40% Preisanstieg für die, für das Barrel Brent Oil, ja, wird dann wahrscheinlich nicht mehr so stark ausfallen. Aber trotz allem, glaube ich, die Botschaft ist, kurzfristig haben wir schon enorm zu leiden. Ja, der rechte Arm des Vs, was auf den wir gehofft haben, ist ohnehin schon deutlich schwächer. Und wir haben dieses enorme Risiko einfach über Energie, dass das bisschen an Wachstum, was wir noch haben, auch noch im Feuer steht und in Gefahr ist. Was sollen wir jetzt tun? Das ist meine abschließende Überlegung und dann freue ich mich auf die Diskussion. Und ich habe gesagt, was tun wir in der kurzen, in der mittleren und in der langen Frist? In der kurzen Frist müssen wir uns mit diesem Knappheitsszenario eben beschäftigen, ja, und müssen darauf Antworten finden. Keine Antwort oder eine denkbar schlechte Antwort sind irgendwelche Preisdeckel für Gas, Tankrabatte, Steuersenkungen für Kraftstoffe und so weiter. Also wir können es uns leider nicht mehr leisten, dass der Staat ein Versprechen abgibt und sagt, wir sorgen dafür, dass bei den Kunden Energie nur so und so viel kostet. Ja? Das geht nicht. Also momentan geht es noch, weil wir noch keine physische Knappheit haben. Wenn so ein Embargo bei Gas insbesondere käme, haben wir eine echte Gasmangellage. Dann haben wir den Notfallplan oder die Stufe 3 des Gasnotfallplans, über die Ihnen mein Kollege Ockenfels ja wahrscheinlich schon berichtet hat gestern. Dann haben wir ganz andere Probleme, als irgendwem Gaspreise zu garantieren. Das geht dann einfach nicht mehr. Ja? Dann wird es eben um echte Rationierung gehen. Insofern muss alles, was möglich ist, jedes Signal in Richtung Energiesparen, das man setzen kann, muss jetzt gesetzt werden. Ja? Und von daher ist der Tankrabatt, der konnte gerade noch so abgewendet werden. Bei den Steuersenkungen für Kraftstoffe, die dann so ein bisschen als Kompensation kamen, auch im Zuge der Saarlandwahl, war ich sehr, sehr skeptisch und glaube, das ist das völlig falsche Instrument. Was wir machen müssen aus meiner Sicht ist, leider auf kurze Zeit mit dieser Angebotsinflation leben. Die Putin-Inflation werden wir nicht wegkriegen. Auch die EZB wird sie nicht aus der Welt schaffen können. Wir müssen kurzfristig mit ihr leben und wir müssen diejenigen unterstützen, die darunter am schwersten zu leiden haben. Nämlich diejenigen mit kleinen, mittleren Einkommen, die wirklich eben zu kämpfen haben mit den Preisen an der Tankstelle und anderen Preissteigerungen. Und das geht eben aus meiner Sicht nur durch Einkommenstransfers an genau diese Gruppen. Wurde auch versucht, leider, man mag es nicht glauben, aber eigentlich hört es sich nach einer einfachen Idee an, dass man sagt, okay, wir machen einfach einen pauschalen Einkommenstransfer an alle Bürger in Deutschland. Es steht leider kein Instrument zur Verfügung, um das zu machen. Ja? Es gibt keinen rechtssicheren, verwaltungssicheren Weg, um einen Pauschaltransfer auszuzahlen. Deswegen müssten jetzt noch so Umwege gegangen werden, also mit einem Zuschlag, der über die Arbeitgeber bezahlt wird, ein Zuschlag beim Kindergeld, Zuschlag bei Heizkostenzuschüssen für Wohngeldempfänger und so weiter. Das sind alles, sagen wir mal, so zweitbeste Lösungen. Und deswegen muss mit Hochdruck aus meiner Sicht daran gearbeitet werden, dass man eben so einen verwaltungssicheren Weg schafft für Pauschaltransfers. Denn das Entlastungspaket, was wir jetzt hatten, wird nicht das letzte sein. Noch ein Wort zur EZB. Natürlich muss die EZB aufpassen, dass die Lage unter Kontrolle bleibt. Wenn wirklich sich abzeichnet, dass auch in Europa eine Lohnpreisspirale in Gang kommt, dass sich die Inflationserwartungen entankern, muss die EZB handeln. Und sie handelt ja auch schon, es ist jetzt angekündigt, dass die Nettozukäufe bei den Ankaufprogrammen auf null reduziert werden. Zinserhöhungen im geringen Ausmaß sind im Prinzip auch schon antizipiert. Das ist alles richtig, das muss die EZB machen, aber die EZB kann nicht handeln wie die FED, ja, und kann nicht irgendwelche Vollbremsungsszenarien hinlegen. Letztlich, weil ich es ja dargestellt habe, weil die europäische Inflation eben einfach noch eine ganz andere ist als die amerikanische.
In der mittleren Frist wird sich eben die Frage stellen, wie geht es fiskalpolitisch weiter? Also wenn jetzt tatsächlich Entlastungspakete nochmal kommen werden, und ich glaube, das ist notwendig, und wahrscheinlich auch nochmal, wenn jetzt dann die kriegerische Situation zu Ende geht, irgendwann, auch nochmal vielleicht ein neues Konjunkturpaket, dann wird das natürlich fiskalpolitisch nochmal reinschlagen, in dem Sinne, dass es nochmal teuer ist und auch die Neuverschuldung wahrscheinlich nochmal ansteigen wird. Ja? Nicht nur in Deutschland, auch in vielen anderen Ländern. Die gute Nachricht dabei ist, bei Corona, sämtliche Corona-Schulden, es waren gesamtwirtschaftlich ungefähr 650 Milliarden, waren alles Anleihen zu Niedrigst- oder sogar Negativzinsen, ja, haben also keine Zinsverpflichtungen nach sich gezogen. Und nach den Projektionen, das auch wieder stand vor dem Krieg, ist quasi der Anstieg der Schuldenquote in Deutschland von knapp unter 60 auf etwas über 70 durch letztendlich die Corona-Programme, aber eigentlich dann schon wieder auf relativ natürlichem Weg ein Rückgang der Schuldenquote, wenn sich einfach das Wachstum wieder normalisiert hat. Ja? Das heißt, wir haben so gesehen Glück im Unglück gehabt bei Corona, dass wir solche staatlichen, großflächigen staatlichen Programme auch tatsächlich machen konnten, ohne dass wir irgendwie in Zahlungsschwierigkeiten gekommen sind. Und das ist jetzt etwas schwieriger, weil natürlich mit der Inflation auch die Zinsen nominal ansteigen. Bei den Realzinsen, wie wir sie momentan haben, ist es aber wirklich ja praktisch Rekordwerte im negativen Bereich. Das heißt, der deutsche Staat und letztlich auch andere Staaten der Eurozone haben sich, und das ist rechts dargestellt, eigentlich in den letzten Jahren eine relativ komfortable Position erarbeiten können. Die Schulden sind zwar hoch, aber die Belastungen aus den Schulden, die Zinsbelastungen in den öffentlichen Haushalten und auch die Fälligkeitsstruktur der Staatsanleihen ist mittlerweile viel, viel günstiger als zum Beispiel im Jahr 2010, bevor dann eben die Eurokrise sich abspielte. Und das heißt, die Handlungsfähigkeit der Regierung ist weiterhin intakt und gegeben. Und das ist auch gut so. Und deswegen, in der mittleren Frist ist meine Botschaft, ist es eben wichtig, jetzt dann auf keinen Fall, wenn dann mal die kriegerische Situation beendet ist, irgendwie eine fiskalpolitische Vollbremsung hinzulegen. Ja, dafür gibt es keinen Grund. Wir dürfen also nicht den Fehler machen, aus meiner Sicht, jetzt dann zu sagen, all das, was wir uns vorgenommen haben im Bereich Investitionen für Digitalisierung, für Klimaschutz, das muss jetzt alles wieder auf den Prüfstand, weil wir irgendeine Art Austeritätskurs jetzt brauchen. Ja, auch wenn die Zahlen, über die ich gesprochen habe, sehr groß scheinen, ist es de facto so, dass die Belastungen aus der öffentlichen Verschuldung in den letzten Jahren deutlich gesunken sind. Und von daher glaube ich, dass wir über die Fiskalregeln, die in Europa gelten, nochmal grundsätzlich diskutieren sollten. Ich sehe nicht bei diesen Diskussionen Rückkehr zur Schuldenbremse 2023. Je nachdem, wie der Krieg weiterläuft, kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Aber ich glaube, bevor man quasi immer wieder so Notfalloptionen dann zieht, ne, also wie zum Beispiel jetzt diese 100 Milliarden für die Bundeswehr, das Sondervermögen, dass man dann sagt, naja, die Schuldenbremse wird wieder eingehalten, aber dann machen wir wieder so eine Art Sondervermögen, was neben der Schuldenbremse existiert und halten sie de facto eigentlich nicht ein, aber sagen es bloß nicht offen, ja, weil wir im Prinzip einen Schattenhaushalt bilden. Das kann man natürlich machen, ist juristisch immer heikel. Ich glaube, es wäre besser auch im Sinne der Transparenz, wenn man eine echte, ehrliche Diskussion über die Fiskalregeln führt. Mehrere Optionen liegen auf dem Tisch, da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Ich glaube, das wäre der ehrlichere Weg. Und letzte Folie, die lange Frist. Das ist jetzt natürlich spekulativ so ein bisschen. Wir wissen nicht, wie der Krieg ausgeht. Wir wissen nicht, welche neuen geopolitischen Risiken auftauchen. Wie ist mit China umzugehen? Das sind ja alles Diskussionen, die jetzt losgehen. Ja. Ich fange mal mit den Punkten 2 und 3 an. Ich glaube, wir alle haben verstanden, dass das Gebot der Stunde Diversifikation ist. Und in den letzten Tagen wurde ja auch hier, glaube ich, viel darüber gesprochen. Diversifikation von Lieferketten. Und das ist das Gegenteil von Deglobalisierung. Ja, also Deglobalisierung hieße ja, wir versuchen wirklich alles Mögliche im Sinne von Reshoring zurückzuverlagern nach Deutschland oder irgendwo nach Europa. Das ist natürlich eine ziemlich wahnsinnige Idee, wenn wir sowas versuchen würden. Ja, und es würde auch nichts
bringen im Sinne von Verbesserung des Risikoprofils. Denn je nachdem, wie der nächste Schock ausgestaltet ist, könnte sich so eine Konfiguration, ja, wo alles quasi in so einem Autarkie-Gedanken zu Hause produziert wird, gerade als genau das Falsche erweisen. Ja? Das heißt, was wir brauchen, ist Diversifikation. Also VW wird sicherlich nicht mehr Kabelbäume nur noch von einem Standort in der Ukraine oder woher auch immer beziehen, sondern wird mehrere Standorte parallel betreiben. Das ist teurer, gar keine Frage. Das heißt, ein Stück weit wird der reale Lebensstandard dadurch auch sinken, ja? Weil eben diese Risikoprämie, die man da jetzt wird einpreisen müssen, die wird irgendwo zu spüren sein. Aber das Ende der Globalisierung, was einige jetzt schon besingen, das sehe ich dadurch nicht. Wenn wir so ein Szenario machen, Diversifikation, vielleicht ein Teil auch strategische Autarkie bei wichtigen Bereichen, also ich denke an so etwas wie Halbleiter, ja, dass wir sagen, ja, wir können nicht ein Szenario haben, wo mehr als 50% des Weltmarktes von Halbleitern in Taiwan produziert wird, von TSMC. Und wenn es da in ein Krisenszenario geht, fehlt plötzlich 50% des weltweiten Halbleitermarktes. Das geht nicht. Wir müssen da ein Stück weit Autarkie haben. Das wird auch einer der Gründe sein, warum es den EU Chips Act gibt und jetzt Intel in Magdeburg ein großes Werk eröffnet. Das geht nicht ohne heftige öffentliche Subventionen. Aber ich glaube, das ist eben richtig. Und meine Erwartung ist, dass wir bei dieser eher industriepolitischen Dimension ein bisschen unsere Naivität verlieren, die wir in den letzten 20, 30 Jahren hatten. Da galt Industriepolitik immer so ein bisschen als Igitt-Igitt, das machen wir nicht, wir verlassen uns auf freie Märkte und so weiter. Bei der Konfiguration, die ich sehe, wohin die geopolitische Lage auf den Weltmärkten eben hinsteuert, wird das nicht mehr so durchzuhalten sein. Und letzte Bemerkung, Umgang mit Russland. Wie gesagt, wir wissen nicht, wie der Krieg zu Ende geht, ob es noch alles eskaliert mit atomaren Drohungen. Letztendlich gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Russland gewinnt oder Russland verliert. Ja? Wenn Russland gewinnt, gibt es kein Szenario, das ich mir vorstellen kann, wie wir wieder in Handelsbeziehungen mit Russland treten können. Ja, weil ein Sieg Russlands würde ja auch Putin stärken. Dann gibt es kein Szenario, das ich mir vorstellen kann, wo wir dann im Prinzip wieder zurückkommen zu normalen Handelsbeziehungen oder wenn wir mal draußen sind bei den Energieströmen, dass wir wieder reinkommen. Robert Habeck hat gesagt, wenn wir einmal draußen sind, dann bleiben wir draußen. In einem Fall, wo Russland den Krieg gewinnt, wird das gelten, aus meiner Sicht. Im Fall einer Niederlage, das ist natürlich etwas anders. Ja. Wir können es wahrscheinlich uns nicht leisten, so eine Art Paria-Staat in Osteuropa zu haben, der ein permanenter Unruheherd würde. Da ist wahrscheinlich dann erforderlich, im Sinne eines, ich nenne es jetzt mal Marshallplans, auch tatsächlich wieder in Handelsbeziehungen mit Russland einzutreten, langfristig, sicherlich nicht mit Putin, sondern langfristig. Und da wird es dann irgendwie darum gehen, was für Handelsbeziehungen das sind. Meine Überlegung ist, dass wir, glaube ich, nicht so etwas wie einen fossilen Marshallplan für Gazprom brauchen und uns wieder billiges russisches Pipeline-Gas besorgen. Und wenn wir das machen, dann sind eigentlich alle Anstrengungen, die wir jetzt gerade unternehmen, um uns unabhängig zu machen, ein Stück weit hinfällig. Jetzt wollen wir ja die großen drei LNG-Terminals bauen in Norddeutschland. Die sollen das russische Gas ersetzen. Aber die Betreiber von LNG-Terminals, ja, die werden extreme Risikoaufschläge verlangen oder sich ganz zurückziehen, wenn eine Rückkehr hin zu billigem russischem Pipeline-Gas als Damoklesschwert im Raum bleibt. Ja. Das kann aus meiner Sicht nicht funktionieren. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, strategisch eine klare Ansage zu machen, so wie Habeck es gesagt hat, wenn wir draußen sind, sind wir draußen und bleiben auch draußen. Und zukünftige Handelsbeziehungen mit Russland können dann andere Dimensionen umfassen, Technologietransfer, Landwirtschaft, andere Rohstoffe, Nickel, Palladium, die man ja braucht für die Transformation. Ja, das ist alles gut und alles richtig, aber aus meiner Sicht, und das ist meine letzte Bemerkung, die Zeit der billigen russischen Energieimporte ist vorbei. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen. Vielen Dank, Professor Südekum. Das waren wirklich sehr eindrückliche Worte. Eindrückliche 45 Minuten und ich bin mir ganz sicher, liebes Publikum, Sie haben einige Fragen, die Sie Professor Südekum stellen möchten. Ganz hinten, ein Herr.
Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Helmer von der Firma Lagrange. Kurze Frage, und zwar, Sie hatten ja Einkommenstransfers angesprochen an alle. Von wem soll das denn kommen? Also von allen an allen, oder wie haben Sie das gedacht? Und das Zweite ist zum Thema Zinsen. Sie hatten ja erkannt, dass die EZB im Prinzip Zinsen nicht so stark steigen lassen können, wie das die Fed kann. Was bedeutet das letztendlich für das Währungspaar Euro-Dollar? Müssen wir nicht langfristig dann einen niedrigen Euro fürchten, wenn USA weiter Zinsen erhöht und die EZB kann das nicht? Ist da volkswirtschaftlich eigentlich mal gerechnet worden, was der Grenzzins zum Beispiel für Länder wie Italien bedeuten kann, sodass vielleicht der Anteil der Zinsen, des Zinsaufwands zu hoch ist für die Tragfähigkeit des italienischen Haushaltes? Ja, gerne. Ja, also vielleicht erst zur ersten Frage bei den Einkommenstransfers. Wenn man gezielt Einkommenstransfers nur in bestimmte Gruppen machen kann, dann ist ja alles relativ unproblematisch und wird ja auch gemacht. Also zum Beispiel die Zuschüsse beim Wohngeld, das betrifft ja eben wirklich nur die Gruppe der Niedrigeinkommen. Ansonsten, Einkommenstransfers von allen an alle, das ist schon richtig, aber sie müssen natürlich steuerpflichtig sein, sodass es dann eben netto oben in der Einkommensverteilung entsprechend weitaus weniger ist als unten. Also dass unten brutto für netto im Prinzip gilt. Und das ist eigentlich, wenn man die Umsetzung von Klimapolitik durchdenkt, ist das ja genau das, was wir wollen. Ja, das ist das Konzept des Klimageldes, dass man sagt, wir machen eine CO2-Steuer und die Einnahmen werden einfach pauschal zurückverteilt. So ein Instrument brauchen wir sowieso. Ja, und deswegen sollten wir uns beeilen, dass wir genau so ein Instrument jetzt auch aufbauen. Dann zum Thema Zinsen, stimmt natürlich. Also das sieht man jetzt auch schon. Der Euro ist ja schon gesunken gegenüber dem Dollar. Und das ist natürlich auch ein Inflationstreiber. Nur, wenn wir jetzt wirklich übertreiben, also ich sage mal hypothetisch so eine Vollbremsung hinlegen, durch eine zu aggressive Zinspolitik und eine wirklich starke Stagflation in Europa bekommen, dann wird der Euro auch nicht aufwerten, dann wird er noch weiter abwerten gegenüber dem Dollar. Ja? Das heißt, von daher, die EZB hat kein Wechselkursziel, sondern ein Inflationsziel und von daher muss sie aus meiner Sicht eben für diese Inflationstreiber, das müssten die wichtigen Größenordnungen sein. Ja? Also gibt es eine Lohnpreisspirale oder nicht? Und die Frage dann Italien, natürlich, das ist diese Hypothese der fiskalischen Dominanz, also dass die EZB eigentlich gar nicht die Zinsen erhöhen könnte, weil dann einige Euro-Länder in die Zahlungsunfähigkeit gehen. Ich glaube, die Realität ist da weniger dramatisch, als manche meiner Kollegen das manchmal darstellen. Denn auch für Italien gilt, dass die letzten 10, 20 Jahre genutzt haben, um die Fristigkeitsstruktur ihrer Anleihen komplett zu verändern. Das ist alles nicht mehr kurz, sondern sehr langfristig. Die Belastungen der öffentlichen Haushalte mit Zinsen sind weitaus geringer, als es unmittelbar auch vor oder nach der Eurokrise der Fall war. Das heißt, der italienische Staat ist heute, obwohl der Schuldenstand durch Corona von 130 auf 150% gestiegen ist, ist trotzdem handlungsfähiger, weil die Zinssteuerquote in Italien von über 15% auf nur noch ungefähr 7% gesunken ist. Das heißt, fiskalische Dominanz klingt immer sehr in Medien macht es immer sehr gut, ja, aber die Realität ist da nicht ganz so dramatisch, würde ich sagen. Zwei Fragen noch hier in der Mitte. Ich habe verstanden, dass Sie das Gasembargo ja ablehnen. Im Zusammenhang mit dem Gasembargo wird ja häufig diskutiert, wenn wir es doch machen, wer kriegt denn das restliche Gas? Da ist ja die Diskussion, lieber die Industrie, dann kann die weiter produzieren, die Menschen behalten ihren Arbeitsplatz, dann riecht es vielleicht ein bisschen unangenehm in den Privathaushalten, weil die nicht duschen können. Ist das mal durchgerechnet worden, ob das nicht doch eine Möglichkeit wäre oder ist das eine polemische Diskussion? Ich meine, die gesetzliche Ausgangslage ist eindeutig. Die geschützten Verbraucher sind die Privathaushalte. Das heißt, die Industrie kommt zuerst, wenn es an Rationierung geht. Die kann man natürlich ändern, die gesetzlichen Grundlagen. Aber ob das tatsächlich passiert, da bin ich skeptisch. Also ich glaube, was jetzt eben kommen muss, ein Stück weit auch schon begonnen hat, ist jetzt eben diese massive Energiesparkampagne. Ja, dass man eben sagt bei den Privathaushalten, okay, wir drehen euch im Extremfall nicht den Hahn zu. Das geht auch fast gar nicht, aber bitte jede eingesparte Megawattstunde bei den Privathaushalten steht am Ende der Industrie zur Verfügung. Ja? So wird es wahrscheinlich laufen. Wie gut das dann funktioniert, also ich hatte Herrn Habeck vorgeschlagen, dass man wirklich sagt, der
Der Speicherstand bei den Gasspeichern, das muss sowas wie die neue Corona-Inzidenzzahl werden. Ja? Jeden Tag in Nachrichten, ja, und so ein bisschen strengt euch an und duscht kalt und Heizung nicht so weit aufdrehen. Ich bin auch absolut für so einen autofreien Sonntag, nicht weil ich glaube, dass das irgendwas bringt, sondern als Symbol, dass die Leute merken, dass es ernst ist. Ansonsten die Zuteilung des Gases an die Industrie, ich meine, da wird Herr Ockenfeld sicherlich auch was zu gesagt haben. Wie das am Ende läuft, weiß ich nicht. Das weiß vielleicht Klaus Müller, der Chef der Bundesnetzagentur, weil so eine Aufgabe hat noch nie irgendwo auf dem Zettel gestanden. Es gibt noch nicht mal eine vernünftige Datengrundlage. Ja, man weiß momentan nicht, wie viel Gas wer verbraucht. Ja, und momentan läuft es eben so, dass alle Unternehmen Briefe an die Bundesnetzagentur schreiben, in denen drin steht, wie systemrelevant sie sind. Ja, und dann wird irgendwie entschieden. Das kann eigentlich nicht die Lösung sein. Ja? Sondern da hoffe ich, dass Herr Ockenfeld sich auch durchsetzt. Der schlägt ja vor, dass das über Auktionen laufen sollte. Ja? Also dass derjenige, der am systemrelevantesten ist, das auch plausibel darstellen kann durch ein entsprechendes Gebot, dass man eben geordnet aus dieser Situation heraus käme. Aber ich hoffe, dass wir gar nicht in diese Situation reinkommen, sondern aus den von mir genannten Gründen, dass die Gasströme weitergehen und wir den Speicherstand erreichen, den wir brauchen, nämlich Oktober ungefähr 90%. Der Großspeicher Reden, der ja nun leider bis vor kurzem noch Gazprom gehörte und der deshalb auch einen Speicherstand von 0,5% aufweist, der muss natürlich voll sein. Und wenn der mal bei 90% ist, wo er sein sollte, dann können wir alle entspannt sein, weil dann kann so ein Embargo ruhig kommen, dann kommen wir bequem durch den Winter, indem wir den Speicherstand abbauen. Und dann sind im Laufe des nächsten Jahres die LNG-Terminals so weit, dass wir Herrn Putin auf Wiedersehen sagen können. Hier war noch eine Frage in der Mitte. Ja, ich würde gerne nochmal einen Blick auf den Unternehmenssektor lenken. Sie haben gesagt, innerhalb der Covid-Phase haben sich die Bilanzen verschlechtert. Wie ist denn, wenn wir jetzt über Diversifizierung versus Globalisierung oder Deglobalisierung sprechen, ist das eher auch eher ein Kostentreiber. Wie sehen Sie die Unternehmensgewinne, gerade bei uns hier im Mittelstand? Und in dem Zusammenhang, wie sehen Sie den Kreditzyklus? Weil wenn sich die Bilanzen verschlechtern, macht das ja was mit dem Kreditzyklus, der eh schon sehr weit fortgeschritten ist. Wie ist da Ihre Prognose? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, Bilanzverschlechterung ist natürlich immer relativ. Ja. Ich meine, vor Covid, in den 10 Jahren zwischen Finanzkrise und Covid, das war ja so eine goldene Dekade, hat der deutsche Unternehmenssektor sehr gut verdient und hat sich entsprechend ja auch sehr gute Reserven aufgebaut, von denen er jetzt eben im Prinzip zehren konnte. Ja. Von daher halte ich ihn weiterhin, auch wenn wir jetzt dieses Problem der Bilanzverschlechterung haben, deswegen die Investitionszurückhaltung, die ich ja gezeigt habe, glaube ich, bei den großen Zukunftsherausforderungen ist er weiterhin handlungsfähig. Ja? Und Zugang zu Unternehmenskrediten ist ja weiterhin sehr günstig. Ja? Daran wird sich nichts ändern, auch wenn der geldpolitische Kurs im Prinzip so ist, wie ich mir ja vorstelle, dass die EZB jetzt nicht eine Vollbremsung hinlegt, dann bleibt ja im Prinzip, bleiben die Finanzierungskonditionen für den Unternehmenssektor ja weiterhin gut. Ja? Also ich glaube, wichtig ist jetzt für mich die wirtschaftspolitische Handlungsempfehlung daraus ist, dass man eben die Transformationsprogramme, die Ampelkoalition definiert hat, gerade im Bereich Digitalisierung und Klimaschutz, da darf es keine Abstriche geben. Ja? Und wenn da eine klare Sprache gesprochen wird, dann sind das ja im Prinzip auch die Leitlinien für den Privatsektor. Ja? Und es gibt ja auch viele Projekte, wo es darum geht, dass der öffentliche Sektor einen Anschub macht und im Prinzip dann private Investitionen hebeln will. Ja? Aus meiner Sicht, das gilt und sollte aus meiner Sicht unbedingt durchgeführt werden. Und dann glaube ich, will ich sagen, wird alles halb so wild, ja, aber das ist zumindest die Situation oder zumindest der Weg, den ich glaube, den wir einschlagen müssen. Hier vorne ist noch eine Frage. V-
Vielen Dank für einen spannenden Vortrag. Ich wollte auch auf dieses Thema mit dem Tankrabatt bzw. Nachlass auf Benzin zurückkommen. Also persönlich finde ich das einen ausgesprochen soliden Vorschlag, weil es ja eben immer den Autofahrern zugutekommt und insbesondere diejenigen, die viel fahren, während das, was Sie jetzt sagen, also eine Umverteilung von oben nach unten in Anführungsstrichen bei den Bürgern, das hat meines Erachtens was mit der Steuerpolitik zu tun und nicht jetzt mit der aktuellen Gas- oder Ölkrise. Ich sehe das immer kritisch, wenn man dann sagt, man entlastet nur einen Teil, weil wenn man jetzt sagt, also wo macht man dann den Schnitt sozusagen? Also es wird immer in der Mitte die Bürger geben, die viel Autofahren, die dann sozusagen gar nicht entlastet werden. Und wenn man das eben auf Steuerebene machen möchte, dann ist es ja auch die Frage, muss man jetzt Familien mit Kindern oder Alleinstehende mit Kindern mehr? Mhm. Also ich finde, das sind zwei total getrennte Themen. Deswegen fände ich dieses Thema mit dem, also man kann sich darüber streiten, ob es jetzt ein Tankrabatt sein soll oder die 30 Cent, die vorgeschlagen sind, das ist ein anderes Thema. Aber die sind ja dann auch nach 3 Monaten vorbei. Wenn Sie eine Umschichtung machen in der Steuerthematik, dann müssen Sie das ja wahrscheinlich beibehalten. Und ein zweites Thema am Rande, werden Sie, falls jetzt Elon Musk seinen Wunsch durchkriegt, weiterhin auf Twitter schreiben? Okay. Ob ich weiter auf Twitter bin, also vorerst ja. Ja, ich beobachte erst mal, was sozusagen sich auf der Plattform tut. Und wenn das problematisch wird, dann wird sich sehr schnell wahrscheinlich auch, dann werden nicht nur ich, dann werden wahrscheinlich viele irgendwo anders hinwechseln. Aber erstmal twittere ich weiter und freue mich hier über den Aufruf. Ich bin mal gespannt, wie viele Follower ich zusätzlich heute Abend ich haben werde. Ja? Dann zur ersten Frage. Klar, also es hat eine Verteilungsdimension, das Ganze. Und es hat natürlich, wie wir Ökonomen sagen, eine Effizienz- oder Allokationsdimension, das Ganze. Und die ist für mich erstmal wichtig. Wir kommen eben in Energieknappheit. Und von daher ist das Gebot der Stunde Energie sparen. Und von daher brauchen wir das Preissignal. Ja? Nur hohe Preise für Energie liefern einen Anreiz, ein klares Signal an alle, es muss Energie gespart werden. Und ein Tankrabatt hebelt dieses Preissignal aus. Und deswegen ist es der falsche Ansatz aus meiner Sicht. Jetzt gibt es praktisch die verteilungspolitische Diskussion. Man kann das Ganze jetzt aus der Perspektive durchdenken. Ja, ein Tankrabatt hilft auch dem schwerreichen SUV-Fahrer, der keine Unterstützung braucht. Wir können nicht jeden entlasten, das geht leider nicht. Ja? Also der Krieg hat uns alle real ärmer gemacht, volkswirtschaftlich gesprochen. Und das ist praktisch eine Realität, die wir nicht aus der Welt schaffen können, egal welche Instrumente wir auffahren. Und von daher glaube ich, ist es dann Aufgabe der Politik, diejenigen zu unterstützen, die es wirklich nötig haben. Und alle anderen, ich, Sie wahrscheinlich auch, wir müssen mit der Situation, mit den hohen Energiepreisen einfach leben. Gibt keine andere Möglichkeit. Nur nochmal zum Design. Ich habe jetzt nicht eine permanente Steueränderung verlangt, irgendwie mehr Umverteilung von oben nach unten, sondern alles, worüber ich geredet habe, ist ja auch eine Einmalzahlung. Ne? Also dieses Energiegeld, um das es da ging, genau wie der Tankrabatt, der sollte für 3 Monate gewährt werden. Das andere Programm, dieses Energiegeld, was stattdessen kommt, ist eine Einmalzahlung. Dann kann es vielleicht noch mal ein zweites und ein drittes Mal kommen, aber es ist nicht eine permanente Umverteilung. Ich habe nur gesagt, wir brauchen dann für solche Einmalzahlungen eben einen vernünftigen, verwaltungssicheren Weg, der dann eben letztendlich eine Auszahlung an alle ist, die aber dann steuerpflichtig ist und dann eben netto für die hohen Einkommen entsprechend weniger. Ja, das wäre aus meiner Sicht der richtige Weg. Und die Erfahrungen, also die OECD macht sehr viel dazu. Andere Länder haben ja dieselbe Diskussion wie wir. Ja. Die OECD hat relativ klar gezeigt, dass diese Instrumente am Ende, sagen wir mal, zielgenauer wirken für das, was wir wirklich erreichen wollen. Ja, herzlichen Dank, Herr Südekum. Ich denke, auch wenn noch weitere Fragen bestehen, Sie wissen ja jetzt, wie Sie ihn erreichen können. Genau. Und er ist bestimmt auch noch 5 Minuten hier und beantwortet gerne noch weitere Fragen. Mit Blick auf die Uhr müssen wir aber im Programm weitergehen. Also nochmal herzlichen Dank an Sie, Professor Südekum. Vielen Dank.